Hallo Philipp, ich zeige dir jetzt, wie man die Gepäckbrücke bei der 1250 GS auswechselt gegen die Variante zur Aufnahme vom Top Case. Ich habe hier meine GS und dort habe ich bereits die Gepäckbrücke ausgewechselt. Das habe ich schon vor ein paar Wochen gemacht. Was du machen musst, ist diese vier Schrauben lösen. Dazu einen Torx-Schlüssel verwenden und dann diese beiden Schrauben hier unten. Das ist ein anderer Torx-Schlüssel, ein etwas größerer. Das Problem ist, dass diese beiden Schrauben sehr, sehr fest sitzen. Die werden mit einer Sicherung im Werk verbaut und lassen sich wirklich nur mit einem guten Werkzeug lösen. Die oberen vier gehen ganz leicht auf, die etwas schwierig. Ich mache das immer so, dass ich zum Händler fahre, der hat da ein entsprechendes gutes Werkzeug und lasse mir die etwas vorlösen. Aber es geht auch mit der eigenen Ratsche. So, und dann, das war es nämlich schon. Diese sechs Schrauben lösen, dann hebst du hier diese Gepäckbrücke etwas an oder diese Gepäckbrücke und ziehst das Originalteil raus. Das ist nur hier unten mit diesen beiden streng sitzenden Schrauben befestigt. Also mit der einen Hand, mit der linken anheben, mit der rechten rausziehen. Das geht wirklich ganz gut. Du brauchst vielleicht hier das Ganze nur 1 cm anheben, dann passt es. Und genau auf diese Weise setzt du dann diese Gepäckbrücke wieder rein. Etwas anheben, reinschieben, dann hier verschrauben. Und das muss nicht mehr so fest sein wie vorher. Ich sage einfach, warm anziehen, gut anziehen und auch die vier Schrauben. Diese beiden Schrauben sind aber bei deiner Gepäckbrücke hoffentlich dabei gewesen, denn die sind etwas länger als die originalen. Die musst du dann hier für die Halterung fürs Topcase verwenden. Das war's. Das ist alles. Du brauchst also nicht hier irgendwas abschrauben. Völlig unnötig. 6 Schrauben lösen, dann passt's. Ja, ich hoffe, ich habe dir helfen können. Wenn nicht, dann melde dich einfach nochmal und ich hoffe, es klappt. Viel Spaß in der Schweiz. Servus.